Hi, hier ist Martin von songwriteronline.com. Wir haben den Monat Oktober, der Herbst kommt langsam, die Blätter fallen von den Bäumen und ich habe mir überlegt, das ist ein guter Monat, um einen kleinen Marathon zu starten. Den möchte ich nennen 29 Tipps in 31 Tagen. Ja, warum 29 Tipps in 31 Tagen? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie 30 Tipps in 30 Tagen gemacht hätte, dann wäre ich der 2-millionste YouTuber gewesen, der das gemacht hätte. Wenn ich einen Adventskalender gemacht hätte, vom 1. bis zum 24. Dezember, jeden Tag ein neues kleines Tutorial, dann wäre ich der 8-millionste YouTuber gewesen, der das gemacht hätte. Aber 29 Tipps in 31 Tagen, das garantiert mir das absolute Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja beim Marketing unfassbar wichtig. Und auf so einen Schluss kommt sonst keiner und deswegen habe ich mir hier dieses Alleinstellungsmerkmal hier schon mal reserviert. Okay, genug geschwafelt. Ich möchte euch 29 Tipps in diesem Monat geben. Kurze Tipps, mit denen ihr eure Mixe aber massiv verbessern könnt. Es geht um alle möglichen Themengebiete. Ich werde mir da frei Sachen raussuchen und hoffe, dass ich euch damit helfen kann. Wir fangen gleich an hier heute mit dem ersten Tipp, den ich dann das Low-Cut-Massaker nenne. Ja, ich nenne es wirklich Massaker, weil ihr werdet auch gleich merken, warum. Wenn wir anfangen, einen Song zu mischen, dann haben wir eigentlich immer so eine bestimmte Vorstellung, wie das danach klingen soll. Und in aller Regel möchten wir ja einen druckvollen, transparenten, klaren Mix. Das heißt, wir wollen Punch, wir wollen Druck, wir wollen aber auch die Transparenz, wir wollen keinen matschigen Mix. Das heißt, wir wollen jedes einzelne Instrument differenziert hören. Der Gesang soll schön vorne im Mix sitzen und das Ganze soll schön tight sein, sauber zusammenklingen. Und der erste Schritt, um das zu erreichen, das ist bei mir immer das Low-Cut-Massaker. Das heißt, ich räume bei allen Harmonieinstrumenten als erstes mal im Low-Cut-Bereich, also im tiefen Bereich, im Bassbereich, richtig auf, um Platz für Bass und Bassdrum zu schaffen. Das ist einfach essentiell wichtig. Und wir hören mal ganz kurz rein. Hier ist jetzt noch gar nichts gemacht. Ich habe Drums und Bass bearbeitet, aber hier Piano, Gitarren noch gar nicht. Und hören wir mal ganz kurz rein. Okay, hören wir uns mal nur diese Akustikgitarren an, weil bei denen hört man das wirklich am besten. Okay. Was hört ihr hier unten? Diese Anschlaggeräusche. Bim, bim. Ja, wenn er die Saiten kurz abstoppt, ihr hört den Korpus einfach mitschwingen. Das sind zum Beispiel solche Sachen im tiefen Bereich, die will ich nicht haben. Die sind nicht relevant hier für den Sound und die brauchen wir jetzt bei diesen Akustikgitarren nicht. Ich setze jetzt mal hier überall mein Channel EQ ein, auf diese ganzen Harmonieinstrumente, nenne ich sie jetzt mal. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Akustikgitarre hier an. Das heißt, ich lasse sie laufen, solo, und fahre jetzt hier mein Low-Cut rein. Bis über die Schmerzgrenze mache ich das meistens. Und dann fahre ich wieder zurück, so dass es sich einigermaßen ordentlich anhört. Aber aufpassen, nicht zu lang solo abhören. Das mache ich jetzt nur, um mal so einen kurzen Startpunkt zu bekommen, ne? Ihr seht schon, dass hier ordentlich was los ist, ja. Aber Vorsicht, nicht mit den Augen mischen, das kann nur als zusätzliche Hilfe dienen. Aber hier sind sehr viele Anteile, auch unter 50 Hertz. Die brauchen wir hier bei der Akustikgitarre überhaupt nicht. Die mumpfen uns nur den Bassbereich zu, ja. Und die will ich jetzt wegmachen. So, jetzt sind wir über den Bereich, wo jeder merkt, okay, das ist viel zu stark. Jetzt fahre ich langsam wieder zurück. So klingt das für mich gut und ich kopiere das jetzt gleich auf die anderen Akustikgitarren, um Zeit zu sparen, weil es da, weil die sowas Ähnliches spielen, ja. Wir hören nochmal kurz in die E-Gitarre rein. Hier auch, ne? Das gleiche Prinzip.
Ihr mögt jetzt vielleicht denken, also auch das kopiere ich jetzt wieder auf die anderen Gitarren erstmal rüber, das kann ich nachher noch fein bearbeiten, ja. Ihr mögt jetzt vielleicht denken, boah, das klingt ja fürchterlich dünn alleine und er schneidet einfach diese Bässe da unten ab. Das klingt jetzt dünn, das ist ja fürchterlich. Nein, es ist so, ihr müsst immer euch darüber bewusst sein, dass kein Schwein wird später die Solospur der E-Gitarre 1 abhören. Ja, ihr müsst es immer im Gesamtkontext sehen. Und bei vielen Mixen ist es einfach so, dass die Einzelspuren, wenn man die einzeln sich anhört, dass die extrem dünn klingen, dass man denkt, oh, das klingt überhaupt nicht gut, ja. Aber ihr wollt ja nicht Einzelspuren gut zum Klingen bringen, sondern ihr wollt einen ganzen Mix gut zum Klingen bringen. Und darum soll es hier gehen, ja. Machen wir das hier gerade noch beim Piano kurz und bei dem Pad. Hier bin ich jetzt sogar über 200 Hertz gegangen. Bei dem Pad hier auch nochmal kurz und dann hören wir mal rein. Ach, das spielt gar nicht. Wäre natürlich gut, wenn wir eine Stelle suchen, wo es spielt. Okay, da ist hier unten nicht so viel. Okay, ich hoffe, es ist keiner zu geschockt bei dem Massaker, das ich jetzt hier veranstalte. Aber jetzt wird es spannend. Wir schalten jetzt mal die Instrumente hier solo, also unsere Harmonieinstrumente. Ich schalte den EQ mit diesem Low Cut erstmal aus und dann werde ich ihn dazufahren und ihr werdet Erstaunliches bemerken. Also erst die Low Cuts, die Channel EQs mit den Low Cuts ausgeschalten. Hattet ihr euer Aha-Erlebnis? Ja, also ihr merkt deutlich, dass es wesentlich aufgeräumter klingt, wenn wir diese EQ-Bearbeitung mit den Low-Cuts hier mit dazu schalten. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an, und zwar mit Drums und Bass. Und da werdet ihr auch gleich was feststellen. Ich schalte jetzt hier diese Low-Cuts also nochmal aus. Man hört sehr deutlich, wenn ihr genau hinhört, dass sobald ich die EQs einschalte mit dem Low Cut hier, dass ihr dann sofort wesentlich deutlicher den Bass und die Bassdrum hört, weil diese dann nicht mehr in dem Low-End-Mumpf, den die anderen Instrumente hier mitgenerieren, ersaufen. Ich glaube, hier hinten beim Outro hört man das auch nochmal ganz gut. Also ich schalte die Low Cuts hier Low-Cut-Bearbeitung auf den Harmonieinstrumenten aus und dann wieder an. Und konzentriert euch mal auf Bass und Bassdrum. Okay, also ich finde, man hört sehr, sehr deutlich, wie der Mix wesentlich mehr Druck bekommt, wenn ihr einfach die störenden Low-End-Anteile dieser Harmonieinstrumente hier ordentlich beschneidet. Wenn man hier so einen extremen Low-Cut setzt, heißt es ja nicht, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann merkt, okay, da bin ich jetzt hier doch zu weit gegangen, dann kann man das wieder leicht zurückfahren. Aber für den Anfang finde ich das wirklich eine sehr, sehr gute Technik, um einfach schnell Transparenz zu schaffen in dem Mix und schnell der Bassdrum und dem Bass Platz zu geben, um Druck in den Mix zu bekommen. Das war Tipp 1, das Low-Cut-Massaker von 29 Tipps in 31 Tagen. Ich bin Martin von songwriteronline.com. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Schreibt mir einen Kommentar oder abonniert. Ich sage bis morgen. Ciao, tschüss.